Moin moin Leute, ich als Trauexperte habe mich extra in die Weser-Hems-Halle auf eine Hochzeitsmesse begeben, um euch die Trends 2016 vorzustellen. Ich bin jetzt beim Ratscafé bei den leckeren Hochzeitstorten angekommen und ich frage jetzt Tortendesignerin Tanja Bertel einmal, was die Trends heutzutage sind. Ein Trend ist natürlich die Candy Bar, die wir hier hinten aufgebaut haben. Das löst im Moment so ein bisschen die klassische Hochzeitstorte ab, weil die Candy Bar einfach über einen längeren Zeitraum stehen bleibt und die Gäste sich immer wieder so bedienen können und wie bei einem Barcharakter locker miteinander ins Gespräch kommen. Was war die kurioseste Torte, die Sie je gebacken haben? Einmal für eine Hochzeit von einer Motorradgang mit Totenkopf, bis dass der Tod uns scheidet, war das Motto. Das klingt schon mal sehr cool. Angenommen, ich will da oben jetzt eine Batman-Figur draufstehen haben. Ist das in Ordnung? Natürlich. Sie müssen nur Ihre Braut fragen, was die dann gerne dazu wäre. Die würde ich schon dazu kriegen, dass ich eine Batman-Figur wäre. Meine, wer mag Batman nicht? Ich bin jetzt beim Juwelier Wittenburg bei Frau Wittenburg und würde Sie gerne fragen, was so die Trends 2016 im Thema Ringe sind. Also ich finde, es gibt keine richtigen Trends mehr. Natürlich ist im Moment mehr weiß, aber so ein richtiger Trend ist nicht. Der Trend besteht eigentlich darin, für jeden Kunden den individuellen Ring zu finden. Also es ist die Möglichkeiten sind einfach so vielfältig, dass ich würde sagen, der Trend ist Individualismus. Jeder so, wie er mag und jeder, wie er sich fühlt. Jetzt bin ich bei der Brautmode angekommen. Ich befinde mich hier bei Chic Cherie. Neben mir steht Frau Behrendt und von Ihnen möchte ich gerne wissen, was ist so der Trend für die Frauen 2016? Also der Trend ist in jedem Fall geschlossene Dekolleté mit ein bisschen Spitze, transparent und Farbe. Also farbige Kleider, die so ein bisschen in Goldtönen sind, Rosé-Tönen, manchmal auch mal ein bisschen mit Blau drin. Also sowas in die Richtung ist der Trend für 2016. Wie ist die Spanne bei der Preisklasse? Also unsere Kleider fangen ab 350 Euro an und hören bei 2.500 Euro auf. Aber der Durchschnittspreis, also für 1.500 Euro kann man schon, hat man eine breite Auswahl. Okay, haben Sie auch was in meiner Größe dabei? Ja, na klar. Wollen wir was probieren? Sehr gerne, ja. Wirklich gerne. Das nehme ich. Mal gucken, ob du da reinpasst. Ich glaube, ich passe da rein. Ich brauche, glaube ich, Körbchengröße D. So, ich habe mich wieder in meine gewohnte Schale geworfen. Meine Frau ist natürlich neben mir, haben wir sie wieder geschnappt. Und ich hoffe, ihr könnt meine Tipps jetzt alle anwenden, wenn ihr dieses Jahr noch heiraten solltet. In diesem Sinne, viel Spaß und frohe Hochzeit. Ciao. Ey, die Kamera weg.